Ja, herzlich willkommen. Wir sitzen hier im Jado Innovationszentrum mit David Schone. Ich habe dich, glaube ich, dem letzten in einem E-Mail-Betreff als Daniel Düsentrieb aus Wilhelmshaven bezeichnet. Magst du dich einmal vielleicht ganz kurz selber vorstellen, wer du bist, was du machst, wo du herkommst? Ja, hi. Ich bin, wie gesagt, David Schone. Ich komme hier aus Wilhelmshaven und arbeite zurzeit an dem Startup Envicotricity. Und ja, im Rahmen meines Startups entwickle ich Elektrofahrzeuge, hauptsächlich zurzeit zweirädrige, aber in Zukunft auch mehrrädrige Elektrofahrzeuge, eben für den Rennsporteinsatz, für den Geländesport, für den Straßensport. Und ja, das ist das, wo ich zurzeit mit beschäftigt bin. Du hast vor kurzem mit Susanne Winter, einer Podcast-Kollegin, ein Interview gemacht. Das hieß, wofür brennst du? Wobei das Thema Brennen ja bei dir mit Verbrenner gar nicht so zutreffend ist, richtig? Ja, ganz genau. Also bei mir dreht sich halt wirklich alles um den Elektroantrieb. Ich habe angefangen, damit zu anfangen, Prototypen zu bauen, die erstmal noch einen zugekauften Elektromotor als Antriebssystem genutzt haben. Und aktuell bin ich jetzt dabei, einen eigenen Elektromotor zu entwickeln, der das Ganze nochmal auf ein ganz neues Performance-Level heben soll. Also das heißt, bei dir geht es um Mobilität, aber dann in Verbindung mit Elektrizität und damit mit Nachhaltigkeit, richtig? Richtig, ganz genau. Das ist auch so ein bisschen das, wo sich der Name des Startups drauf zusammensetzt. Envicotricity, Environment, Ecology, Electricity, das sind so die Kernpunkte, um die es bei mir geht. Woher kommt die Leidenschaft? Also was ist der Antrieb dahinter? Ursprünglich auf jeden Fall für den Motorsport insgesamt einfach durch meine Jugend, durch meine Kindheit so ein bisschen. Ich habe schon ganz früh mit dem Motocross-Sport angefangen, immer nur hobbymäßig betrieben, nie wirklich mit großen sportlichen Ambitionen dahinter. Aber da war eben wirklich das Problem, dass man immer wieder ja mit Leuten in die Quere gekommen ist, die sich eben an dem Lärm gestört haben, weil man ja häufig auch irgendwo draußen in der Wildnis in der Natur fährt. Und daran habe ich mich dann immer wieder selber auch gestört, dass es eben so eine schlechte öffentliche Rezeption hat, das Ganze. Und habe mich dann damit auseinandergesetzt, wie ich das Ganze umweltfreundlicher, auch respektvoller sozusagen ausüben kann. Und bin dann eben an dem elektrischen Antriebssystem hängen geblieben. Und ja, dann habe ich mich am Markt so ein bisschen umgeguckt, habe nicht das gefunden, wonach ich selber wirklich gesucht habe. Und dann bin ich kurzerhand dazu übergegangen, ja, mein eigenes Motorrad zu entwickeln. Okay, du hast gerade den Motorsport erwähnt. Wie passt denn für dich der Motorsport und Nachhaltigkeit in der Mobilität zusammen? Ich finde, dass tatsächlich Motorsport für als Innovationstriebkraft enorm wichtig ist, weil einfach der Wettbewerb, die Möglichkeit, wirklich ingenieurtechnisch das Maximum rauszuholen, wirklich aus dem Vollen auch zu schöpfen, das ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Aspekt, wo man dann später die Möglichkeit hat, dann aus diesen extrem hochentwickelten Technologien eben wieder auf die Serie zurückzuschließen und auch darüber dann halt wirklich nachhaltige Neuentwicklungen zu schaffen, die es vielleicht aus Kostengründen erstmal so gar nicht in den Serienmarkt schaffen würden. Und da auch bewusst das Motorrad, also das ist schon dein Ding, ne? Da hast du wahrscheinlich auch schon früher an den Mopeds und so rumgetüftelt und geschraubt, richtig? Ganz genau. Also ja, eben darüber, dass ich mit dem Zweiradsport angefangen habe, brennt da auch wirklich meine Hauptleidenschaft für. Aber das Gleiche gilt eben auch für vierrädrige Kraftfahrzeuge. Also ich bastle auch gerne an Autos und so. Nur da ist es halt so, dass man gleich viel höhere Investitionen leisten müsste, um solche Fahrzeuge auch selber zu entwickeln. Darum beschränke ich mich erstmal auf Motorräder und mal schauen, wohin der Weg dann eventuell später noch führt. Also das heißt, deine Technologie ist jetzt erstmal natürlich als Prototyp an einer Motocross-Maschine, aber sie soll halt dafür da sein, dass man sie adaptieren kann. Richtig, genau. Also die beste Technologie ist natürlich nichts wert, wenn sie zu speziell ist. Und darum lege ich halt wirklich auch Wert darauf, dass man das Ganze skalierbar hält, dass man das Ganze auch möglichst modular hält, dass man das ganze Antriebssystem also in jedes beliebige Fahrzeug einbauen kann, ob das Fahrzeug jetzt speziell für den elektrischen Antriebsstrang entwickelt worden ist oder eben zum Beispiel auch, um bestehende Fahrzeuge umzurüsten, um halt
das ist ja auch ein wichtiger Teil des Effizienzgedanken, wenn man nicht jedes Fahrzeug, was schon mit viel Ressourcen- und Energieeinsatz gefertigt worden ist, einfach komplett wieder verschrottet und ein neues Fahrzeug baut, dann ist es natürlich weniger effizient, als wenn man zum Beispiel ein bestehendes Fahrzeug, was eigentlich von der Substanz noch gut ist, wo zum Beispiel jetzt ein Motorschaden oder sowas einfach vorliegt, auf den elektrischen Antriebsstrang umrüstet. Also das ist auch mein Ziel, dass man da einfache, in Anführungsstrichen Plug-and-Play-Umrüstkits entwickelt, die dann auch da eben die Möglichkeit bieten. Also das heißt, es geht sogar ein bisschen so in die Richtung Effizienzsteigerung im Sinne von, kann man das Upcycling nennen? Das ist ja auch so ein schöner neuer Begriff. Also ich sag mal, wenn jetzt die, wenn jetzt Hans Meyer mit dem Smart liegen geblieben ist, weil der Motor kaputt ist, dass man das dann upcycelt im Sinne von, ich mache aus einem Verbrenner Smart einen Elektrosmart, der nachhaltig ist. Ganz genau, das ist auf jeden Fall der Gedanke dahinter. Man muss natürlich immer bedenken, dass ein Fahrzeug, was von Grund auf neu entwickelt ist für den elektrischen Antriebsstrang, ganz andere Vorteile mit sich bringt. Der Stauraum für den Akku ist viel besser, man kann Antriebskonzepte realisieren, für die das Fahrzeug im herkömmlichen Design eigentlich gar nicht ausgelegt ist. Darum bietet natürlich eine Neuentwicklung mehr Freiheiten, auch dann nochmal dadurch Effizienzgewinne. Aber gerade zum Beispiel alte Fahrzeuge, wo einfach das Liebhaberherz zum Beispiel drin schlägt, die bieten teilweise auch einfach dadurch, dass sie großräumig gestaltet sind, sehr gute Möglichkeiten, um da den Antriebsstrang drin unterzubringen. Und von daher ist das auf jeden Fall auch ein spannendes und interessantes Ziel, an solchen Conversions zu arbeiten. Okay, ich meine, wir wollen da gar nicht so ins Detail gehen, weil ich glaube, dass es dann halt auch sehr kompliziert wird. Ich meine, du machst bist Maschinenbauer oder machst die Ausbildung dazu, richtig? Genau, ich bin jetzt gerade in einem der letzten Maschinenbausemester und werde da hoffentlich jetzt demnächst mal meinen Bachelor abschließen und dann soll es eben auch wirklich Vollzeit in die Weiterentwicklung meines Startups gehen und richtig ab dann lege ich so richtig los.